Ja, und damit guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zu Disney Pixar Cars Hook International. Ich hatte eigentlich gesagt am Ende von Cars 1, dass ich erst nicht durch Most Wanted 2012 durchspielen möchte und danach eben zu Hook International rübergehe. Aber ich habe mir gedacht, komm, Cars waren jetzt nur 6 Folgen. Ich weiß, dass Hook International von der Story her relativ ähnlich lang ist. Deswegen, ja, dachte ich mir, spielen wir doch das Spiel hier einfach mal gleich mit. Und ich habe schon ein Profil erstellt. Es gibt hier den Champion-Modus, soweit ich weiß, auch noch. Aber da ist die KI dann nahezu unschlagbar. Deswegen werden wir das die Story auf dem schweren Schwierigkeitsgrad durchspielen. Und nur um mal kurz einen Rahmen zu setzen, wie das Spiel in meiner Kindheit steht ungefähr. Also erstmal Cars Hook International kam ungefähr ein Jahr nach dem ersten Teil raus, 2007. Und ich habe es damals auch gespielt. Das war, kleiner Funfact an der Stelle, das erste Spiel, was ich spielen konnte, ohne die CD einzulegen. Das waren ganz neue Welten für mich damals. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich sehr viel Spaß an dem Spiel hatte, dass ich es jetzt aber nicht so oft durchgespielt habe wie den ersten Teil, weil es ist vom Spielprinzip halt schon relativ ähnlich, aber die Immersion, sage ich jetzt einfach mal, dass du eben in dem Universum von Cars bist, ist im ersten Spiel doch deutlich, deutlich besser gelungen, meiner Meinung nach. Aber nichtsdestotrotz, das ist kein schlechtes Spiel, wie ich finde. Und deswegen gehen wir mal in den Story-Modus rein. Beziehungsweise, warte mal. Ich weiß auf jeden Fall, der Champion-Modus, den du eben erst freischalten musst, der war nahezu, der Experten-Modus, der war nahezu unmachbar. Da würde ich sagen, nehmen wir den Champion-Modus, komm. Wir haben Cars 1 auf Champion durchgespielt, dann nehmen wir hier auch den Champion-Modus. Story-Modus-Info, neues Event, Rennen beendet, Minispiel beendet. Achso, ja, okay, also im Prinzip die gleichen Teile, wie wir es auch beim ersten Mal hatten. Mit Ausnahme dessen, dass wir tatsächlich jetzt Story-Missionen haben, die uns mit einem Sternchen markiert werden. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein in das Spiel. Central Cars, willkommen zurück in Radiator Springs, wo wir Ihnen Jubel, Trubel und Heiterkeit bieten werden. Hinter mir wird Lightning McQueen, mein bester Freund, sein neues Rennhauptquartier bauen. Und was noch viel besser ist, wir kriegen unser eigenes Rennstadion. Wie es darum steht, sehen wir später. Aber das Tollste und Beste ist, diese ganzen Leute sind aus der ganzen weiten Welt nur nach Radiator Springs gekommen, um an unserem Rennen teilzunehmen. Dem Inter... Wie heißt es? Hook National! Ja, wir haben echte Rennprofis hier. Aus Deutschland, Japan, Italien und anderen Ländern, von denen ich schon gehört habe. Wir freuen uns auf jede Menge coole Action, Rennen und Spiele. Und hoffentlich spektakuläre Unfälle. Bleiben Sie dran! Ah, Mist. Ja. Genau so nämlich. Die Synchronstimmen sind teilweise gleich geblieben, glaube ich, seit dem ersten Teil. Aber jetzt direkt, ne, ich steige direkt ein und muss was Negatives anmerken. Der Start vom Spiel in Hook International ist in Relation zum ersten Teil echt nicht gut. Also wir haben eine ähnliche Zwischensequenz mit Hook, der in die Kamera redet, aber danach wirst du halt einfach hier reingeworfen und im Prinzip, ja, musst du dann halt erstmal selber gucken, was du machen musst, im Gegensatz zum ersten Teil, wo du halt mit einem Rennen angefangen hast. Und by the way, ich habe die Musik aktiviert, in der Open World allerdings gibt es keine Musik, außer wir sind in der Nähe von dem Event, wir können mal ganz kurz hinfahren. Ab dann hören wir Musik tatsächlich. Aber ansonsten halt gar nicht. Also die Open World, es sieht, muss ich sagen, grafisch sieht es ein gutes Stück besser aus als der erste Teil, definitiv. Also gerade sowas wie Reflexionen oder allgemein auch die Texturen sehen deutlich, deutlich besser aus, finde ich. Aber die Aufmachung ist im ersten Moment jetzt erstmal nicht so gut wie beim ersten Teil, finde ich. Trotzdem werden wir dem Spiel natürlich eine Chance geben. Und wie gesagt, schlecht finde ich es am Ende des Tages auch nicht. Nehmen wir jetzt mal nicht. Ne, genau, das hier ist nur ein Minispiel. Es gibt hier in dem Spiel allerdings auch sehr, sehr viele Collectibles in der Welt. Wenn ich mich richtig erinnere. Also das funktioniert augenscheinlich relativ gut.
Da haben sie gemerkt, kann man vielleicht ein bisschen mehr Langlebigkeit ans Spiel bringen. Wir machen jetzt einmal das erste Rennen, würde ich sagen, ne? Bevor wir damit anfangen, allerdings noch ganz kurz. Ich musste ein bisschen tricksen, um hier in eine 16:9 Auflösung reinzukommen. Normalerweise unterstützt das Spiel nämlich nur 4:3, was ich ein bisschen strange finde, weil auch das beim ersten Teil kein Problem war. Da konnte ich theoretisch sogar auf 4K hochstellen, also halt rein von der Auflösung her. Aber hier muss ich echt ein bisschen aufpassen, wie ich das mache. Also das hat ein bisschen gedauert, aber es funktioniert jetzt. So, dann fahren wir mal das erste Rennen. Wow, wow! Oh, du weißt schon, dass du auf der falschen Seite fährst, oder? Ja, ja, tut mir leid, ich muss mich noch daran gewöhnen. Ich komme aus England und... Oh Mann, du bist Lightning McQueen! Oh, das ist toll! Unfassbar, mein erster Tag und schon treffe ich einen echten Rennsuperstar! Ich sag dir was, Philipp! Okay, Philipp, machen wir deinen Urlaub etwas sicherer. Und fahr mal probehalber auf der anderen Seite. Was sagst du dazu? Eine private Rennstunde von Lightning McQueen? Oh, das glauben mir meine Freunde niemals! Keine Rennstunde, sondern... Lightning McQueen gibt private Rennstunden? Oh, ich will auch Mr. McQueen! Hallo, Fred? Sie erinnern sich an mich? Unglaublich, er weiß meinen Namen noch. Aber das ist echt typisch für ihn, oder? Ja, ja! Er hat mir gerade das Leben gerettet! Naja, so würde ich das nicht sagen. Ach echt? Hey, was macht ihr hier? Ihr blockiert die Straße. Entschuldigung, Doc, ich... Da, das ist der doch... fabelhafte Hudson Hornet. Der fabelhafte Hudson Hornet! Ich bin auch der Arzt hier in der Stadt. Also beruhig dich, bevor du dir was brichst. Und... ich dich zusammenflicken muss. Oh, das wäre klasse! Hey, was liegt an, Jungs? Gibt es vielleicht ein Rennen oder sowas? Ein Rennen? Ja, gegen Lightning McQueen und den fabelhaften Hudson Hornet! Okay, klar. Prima Idee. Oh, das kann nicht dein Ernst sein. Los, Doc, nur zum Reifenwärmen. Wir machen nicht richtig ernst. Das holen wir später. Ja, Fred kennen wir natürlich schon aus dem Film, ne? Da ist mir auch die Stoßstange immer abgefallen. Ich muss auch vor allem den Sound leiser machen, weil ich habe gesehen, der Ausschlag tatsächlich in OBS ist viel zu laut. Das kann in der Aufnahme eventuell zu Übersteuern führen. Deswegen machen wir den Sound jetzt mal ein bisschen leiser noch. So ungefähr. So, ich versuche da die Aufnahme natürlich dann hinzukriegen, dass ihr jetzt wenig Unterschied hört. Aber ja, das erste Rennen jetzt gegen Phil, Fred und Barry. Barry kann man natürlich aus dem ersten Teil, also Doc natürlich auch. Doc und Fred, beide aus dem Film. Philip, ein brandneuer Charakter fürs Spiel, ähnlich wie Fletcher. Gerald etc. aus dem letzten Teil alle. Und wir haben von Anfang an hier Nitro in dem Spiel. In Cars 1 muss man das ja erst freischalten. Hier haben wir das tatsächlich so schon frei. Und wir sehen auch, die Open World wurde ein bisschen abgeändert tatsächlich. Also... nicht nur was tatsächlich das, die Texturen angeht, oder so haben sie sich hier ein bisschen Gedanken gemacht, sondern wir sehen auch, dass einige Gebäude etc. ganz anders aussehen und auch die Gebiete, gerade wenn wir dann später nach Ornament Valley fahren, werden wir schon definitiv merken, dass das ein ordentliches Stück, ein ordentliches Stück anders aussieht und ich mache aber die Dialoge tatsächlich doch noch ein bisschen lauter, glaube ich, in Relation. Also den Motor einfach nur ein bisschen leiser, würde ich jetzt einmal vorschlagen. Damit wir das einfach auf einer ähnlichen Skala haben. Ja, doch, da klingt doch schon ein bisschen besser, glaube ich. So, also beispielsweise auch das hier hatten wir vorher
in Cars 1 nicht drinnen. Diese kleine Abkürzung hier. Aber ansonsten sieht Radiator Springs relativ ähnlich aus zum ersten Teil. Also wie gesagt, es sind dann gerade Telfon Pass und Ornament Valley, die sie dann schon ordentlich überarbeitet haben. Ich finde es echt krass. Wie gesagt, das Spiel kam nur ein Jahr später raus und trotzdem sieht es halt deutlich besser aus visuell. Also das ist schon echt nicht schlecht. Ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel dann schon auf der PS2 beispielsweise nicht mehr erschienen ist. So könnte ich mir zumindest den grafischen Sprung vorstellen. Vom Fahrverhalten her ist es auch exakt gleich wie der erste Teil. Also ich habe die Steuerung auch wieder genauso umgelegt. Ich gebe mit WASD Gas, mit Leertaste mache ich einen Powerslide. Und ansonsten ist es ja sowieso relativ ähnlich. Ich glaube, wir haben hier von Anfang an die... Genau, Rückwärtsfahren können wir von Anfang an machen. Das sind alles Mechaniken, die wir nicht freischalten müssen. Aber gut, ich kann mich auch tatsächlich an die Story nur noch so am Rande erinnern, muss ich sagen. Also, ich weiß grob, worum es geht. Hook hat es ja im Intro schon angesprochen. McQueen möchte ein Rennstadion bauen, was im Prinzip der Ersatz für die Pistencup-Rennen ist hier in dem Spiel. Und wir haben ab und zu eben internationale Fahrer, die auch wieder fürs Spiel erschaffen wurden, die dann eben gegen McQueen antreten wollen. Da ist da ein Italiener dabei, ein Deutscher, ein Japaner, ich glaube, ein Schwede haben wir noch und einen, eine Britin. Aber zu denen kommen wir dann natürlich noch. Ich hab noch viel mehr drauf. Ja, ich auch. Wir werden... Ja, genau, hier können wir tatsächlich durchscrollen, um alle zu sehen. Genau. Genau. So. Du hast einen neuen Rundenrekord aufgestellt. 60.000, alles klar, okay. Ja, die Punkte verdient man hier ein bisschen schneller und genau, statt Trophäen sammeln wir hier jetzt eben Banner. Fahre von Luigis Reifenhandel nach Süden. Er ist vom Wechselrennen begeistert. Ja, machen wir. So, wir haben tatsächlich jetzt zwei Story-Missionen. Einmal hier ein Rennen. Und noch ein weiteres Rennen. Fahre von Luigis. Was auch immer du gerade getan hast oder gesagt hast, Ramon, ich stimme zu. Wir fahren aber mal das Rennen hier. Luigis und Güters Teamwechsel. Ach, guck mal, haben wir es doch gefunden. Es gibt 4 Wechselrennen im Spiel und das letzte schließt das Hook International ab. Genau, Wechselrennen sind jetzt eine neue Art von Rennen, aber was das ist, würde ich sagen, lassen wir uns das einfach mal kurz erklären. Hey, ihr beide seht irgendwie anders aus. Habt ihr neue Reifen? Ramon sollte euch noch einen Blitz drauf machen. Dann seht ihr so aus wie ich. Giovanni! Hallo, mein Freund. Ich bin sein Freund. Du bist Giovanni, der berühmte italienische Rennwagen. Ich bin Lightning. Sehr angenehm, Lightning. Es wäre doch nicht nötig gewesen, dass ihr mich alle imitiert. Ich imitiere dich nicht. Ich bin Lightning McQueen. Auch ein berühmter Rennwagen. Ah, natürlich. Der berühmte Lightning McQueen. Ich hab dich nicht erkannt. Also, ich freue mich auf unser Rennen. Du bist ein Held für mich. Ach, ist mir das peinlich. Ich bin dein größter Fan. Wirklich? Wow, danke. Ich kann unser Rennen kaum erwarten. Es ist mir eine große Ehre. Ich zähle schon die Stunden bis dahin. Tja, nichts spricht gegen einen Testlauf, oder? Wir können alle fahren. Das wäre fantastisch. Hast du gehört, Luigi? Ein Fan von mir. Was meint ihr, Jungs? Wollt ihr in meinem Team fahren? Was muss ich noch tun, um hier jemanden zu beeindrucken? Ja, gut. Dass wir so früh jetzt schon gegen Giovanni fahren, da habe ich mich jetzt nicht mehr dran erinnert, ehrlich gesagt. Also, ein Rennen in 3 Etappen pro Etappe ein anderes Auto. Beginne das Rennen mit deinem ersten Auto. Wenn du dein nächstes Auto siehst, musst du zur Übergabe dorthin fahren. Wenn du eine Übergabe verpasst, verlierst du Geschwindigkeit. Bringe dein drittes Auto als erstes über die Ziellinie, um zu gewinnen. Genau. Wie ich finde, ist der coole Rennen. Also wir fahren jetzt die erste Runde als McQueen, die nächste dann als Doc, wie wir oben rechts sehen.
Und genauso werden auch die anderen eben in ein anderes Auto wechseln. Und die Musik kann man ein bisschen lauter machen. So. Damit man zumindest ein bisschen was im Hintergrund hört. Genau das meine ich. Ah, genau. Giovanni, eben quasi der italienische Star hier im Spiel, gegen den wir dann am Ende auch nochmal antreten werden, soweit ich weiß. Und hier in diesem Relay-Rennen, wie sie im Englischen heißen, eben Team-Rennen oder Wechselrennen im Deutschen, fährt er mit Guido und Rich in einem Team. Bei Barry weiß es gerade gar nicht mehr, mit wem er fährt. Ich glaube, am Ende fährt Juri quasi mit ihm. Aber wer der Mittlere ist, weiß ich nicht. Kann ich mich leider nicht mehr dran erinnern. So, ach, es ist Mia oder Tia. So, genau, jetzt fahren wir nämlich als Doc und das finde ich halt saugeil, dass wir jetzt hier im Story-Modus auch wirklich als andere Fahrzeuge fahren. Das gab es in Cars 1 halt auch schon manchmal, aber eigentlich relativ selten. Ja, doch, und hier war das, genau. Ich habe es ja in Cars 1 damals angesprochen, dass ich der Meinung war, man könne in der Luft rückwärts fahren. Das war dann in Hook International augenscheinlich, wo das der Fall war. So, und vor denen gibt es eben 4 Stück, wie wir bereits rausgehört haben. Oder rausgesehen haben. Finde ich auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde das ein sehr nettes Rennen, definitiv. Kann man durchaus mal machen. Die gibt es, glaube ich, in Race-O-Rama dann auch wieder. Also ganz kurz auch nochmal. Race-O-Rama werde ich wahrscheinlich vorerst nicht durchspielen, weil ich halt einfach aktuell keine Möglichkeit habe, das Spiel zu capturen. So, das ist halt der Grund dahinter. Und augenscheinlich fährt Guido doch nicht, okay. Wahrscheinlich haben sie in Guido einfach keine vernünftige Physik einprogrammiert bekommen, deswegen fährt er nicht, sondern Juri fährt eben im Team von Giovanni und Luigi mit und bei Barry sind es dann eben Mia und Tia, beide. So. Aber das ist uns eh wurscht, wer die anderen sind. Wir gewinnen jetzt einmal mal das erste Rennen, würde ich sagen. Junge, das heißt hier nicht umsonst, Hook National. So, genau, wir haben es auch nur leicht dominiert. Nur ein bisschen. Finde Flows vor 8 Bistro, dort beginnt ein Rennen. Ja, das haben wir schon gesehen, das wurde ja schon vorher aufgedeckt. Dann würde ich sagen, ich bin kein Fan davon, dass du in der Open World keine Musik hast und dann auf einmal, wenn du bei einem Event bist, schreit die dir ins Ohr. Das mag ich überhaupt nicht tatsächlich. Alright, Bullies Naturpark. Genau, den haben sie massiv überarbeitet. Also wenn wir uns zurückerinnern an Cars 1, als wir das Ranking Bully gefahren sind, um unser erstes Nitro zu holen, da sind wir durch so einen, ja, es war dann wahrscheinlich ein Naturpark gefahren. Der ist hier drastisch verändert worden. Also das werden wir in dem Rennen jetzt auch sehen. Ich glaube, das Rennen hat keine Cutscene, soweit ich weiß. Ja, genau. So, wir fahren gegen Sarge unter anderem auch. Sarge ist hier in dem Spiel, glaube ich, sogar auch ein spielbarer Charakter. Wen haben wir noch? Vince, Lenny, der ja letztes Mal nur einen Rennauftritt hatte. Und Flo ist noch dabei. Au. Also genau, das hier sah noch relativ ähnlich aus, aber sobald wir jetzt hier rüberfahren, sehen wir schon, dass das ordentlich anders aussieht. Also allgemein das Rennen hier ist visuell betrachtet so der erste Hinweis gewesen für mich damals, dass ich gemerkt habe, okay. Das ist eine leicht andere Richtung hier bei dem Spiel. Aber wie gesagt, werden wir noch sehen. Gerade in Ornament Valley dann.
So, da rechts ist eine Abkürzung, kann man in Runde 2 vielleicht nehmen. Wir fahren jetzt erstmal die vernünftige, normale Route. Hier sind die Strecken da noch teilweise ein bisschen enger tatsächlich. Also, ein bisschen herausfordernder auch. Oh, oh. Ja, doch, haben wir noch bekommen, die Kurve. Kein Problem. So. Ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass sie der Meinung waren, sie wollen hier unbedingt was Neues machen. Und wollten aber von dem Alten auch nicht hundertprozentig weggehen. Und das haben sie aber nicht unbedingt in der besten Möglichkeit gemacht, sage ich jetzt einfach mal. Also das Design der Open World ist jetzt nicht hundertprozentig meins, das sage ich mal so, wie es ist. Aber egal. Ganz ehrlich, wer Spaß am ersten Teil hatte, der wird auch Spaß am hier. Ich wollte fast sagen am zweiten Teil, aber ist es ja eigentlich nur so halb. Der wird auch Spaß an Hook National haben. Bin ich mir relativ sicher. So, diesmal nehmen wir die Abkürzung hier mal. Ganz elegant. Genau. Ich glaube sogar, das war nur so eine Fake-Abkürzung eigentlich. So viel schneller dürfte gar nicht sein, soweit ich weiß, ja. Kein Problem, ich kann das. So, genau, da rechts können wir theoretisch schon runter. Ja, an die Strecken kann ich mich noch recht gut erinnern. Wie gesagt, das Spiel habe ich auch ein paar Mal durchgespielt, so ungefähr zweimal oder so. Nee, also wie gesagt, nicht so oft wie der erste Teil, aber locker schon so 30, 40 Mal. Wenn ich jetzt ganz grob schätzen müsste. Ich finde es halt auch ein bisschen schade, soweit ich weiß, haben die Figuren, die im ersten Teil eingeführt wurden, also einige davon kommen in dem Spiel gar nicht mehr vor, so ein El Guapo oder Papo beispielsweise, sind in dem Spiel gar nicht mehr existent, aber die meisten haben, also die meisten, die auch in dem Spiel wieder drin sind, wie beispielsweise die Hot Rods haben wir ja, bis auf Sonny alle gehabt bisher, und ich glaube auch Sonny dürfte in dem Spiel wieder existieren, oder auch Fletcher und Jared werden wir später auch noch sehen. Die haben jetzt halt keine wirklichen Auftritte. Finde ich ein bisschen schade, weil das sind eigentlich teilweise wirklich sehr interessante Figuren, mit denen man durchaus was hätte machen können, auf jeden Fall. Wie man es im ersten Teil ja auch getan hat, ne? So. Aber nichtsdestotrotz, obwohl die ersten beiden Runden ein bisschen schwammig waren, gewinnen wir das erste Rennen von Hook National. Das war's hier dann wohl. Wir gewinnen gar nicht das erste Rennen von Hook National. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das erste Rennen gekommen bin. Das erste Rennen, was halt wirklich diese neue Welt wirklich präsentiert. Darauf wollte ich wahrscheinlich eher raus. So, begib dich nördlich des Gerichtsgebäudes. Dort findet ein weiteres Rennen statt. Ja, gut. Machen wir, aber die sehen wir ja auch auf der Karte. Nördlich des Gerichtsgebäudes. Also gehen wir mal zu Sarge rüber. So, jetzt muss ich direkt mal gucken. Ne, okay, das war dann wirklich Race-O-Rama, wo... Oder? Ich sehe da drüben noch Bonuspunkte, oder? Ne, habe ich mich wohl vertan. Ne, man kommt tatsächlich dann in Race-O-Rama. In der Open World hier wirklich rein. Willis Hügel Nord. Ja. Gibt's ein Problem, Sheriff? Hier ist Tempo 30 und dieser Flitzer hatte 190 drauf. Das ist das Problem. Ich bin ein Rennwagen. Ich bin in 2 Sekunden auf 140. Ich bin noch nie 30 gefahren. Wo ist denn jetzt die A66? Er fragt dauernd nach der A66 oder so. Und wenn man ihm einen Strafzettel gibt, unterschreibt er den, als hätte man ein Autogramm gewollt. Ich bin Otto von Fassenbottom, der berühmte Rennwagen. Ich will zum Rennen, aber leider gibt es hier keins. Okay, Sheriff. Ich schaffe Ihnen Otto vom Hals und sorge dafür, dass er keinen Ärger macht. Hey Otto, wie klingen 3 Runden? Wie ein Spaziergang. Ich fahre beim Lecars. Ein einziges Rennen geht über 24 Stunden.
Das ist lang. Lass uns einfach mit 3 Runden anfangen. Los, Sheriff! Warum machen Sie nicht mit? Sie lassen die Sirene heulen. Das wird lustig. 3. Platz, jetzt komme ich. Ja, da haben wir unseren deutschen Kontrahenten Otto von Fassenbotten oder so, der beim Le Cas mitfährt. Ja, 24 Stunden von Le Cas, natürlich. Ein DTM-Wagen. Egal. Lass halt einmal so stehen. Snotrod, a.k.a. Toborots, a.k.a. Hachi. Ist ja auch wieder mit dabei in Hook International. Als einziger, by the way, von den... Von der Tuner-Gang. So, und Jared haben wir natürlich auch gesehen. Aber ja, die beiden... Die fühlen sich jetzt so ein bisschen nach Lückenfüller an. Weil der doch in der Cutscene gar nicht dabei waren. Okay, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dass die das gemacht haben. Ja, hier übers Wasser springen wir einfach mal drüber. Kein Problem. Okay, da links ist eine Abkürzung auf jeden Fall. Merken wir uns mal. Da ist Red. Guck mal, im ersten Teil gar keinen Auftritt gehabt. Und jetzt darf er zumindest die Blumen gießen. Das ist doch was Feines. Ist auch, glaube ich, in den Videospielen der einzige Auftritt, den Red hat. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. So, jetzt müssen wir echt mal irgendwie gucken, dass wir an Snotrod rankommen hier. Wäre so eine Idee, glaube ich, aber der fährt gerade echt einen heißen Stiefel. Holy shit. Ja, okay, so viel dazu. In die Tornado sollte man nicht reinfahren. Jetzt fragen wir uns natürlich mal nicht, warum wir hier überhaupt 3 Tornados haben, aber sie existieren halt, ne? Was war das? Ja, und da ist er wieder. Man kann auch in dem Spiel nicht als Snotrod spielen, aber er ist tatsächlich beim Bildschirmschoner. Also wenn du das Spiel startest und noch ein bisschen wartest, dann ist, man nennt es glaube ich nicht Bildschirmschoner, aber ich habe es halt damals Bildschirmschoner genannt. Dann siehst du tatsächlich, wie jemand Snotrod aus der Fahrerperspektive fährt. Also es war wohl mal angedacht, dass er ein spielbarer Charakter ist in diesem Spiel. Wir müssen da halt echt irgendwie rankommen an ihn. Gleich durch die Abkürzung. Oder auch nicht. So, Sheriff hat die Abkürzung genommen und die Abkürzung ist auch definitiv ein gutes Stück schneller. Also... Ja, guck mal, da sagt er 3. Platz, hier komme ich und schon führt er das Rennen an. Ich meine, gut, nicht allzu verwunderlich, weil ich glaube, von allen Autos, die hier mitfahren in dem Rennen... ist so ein alter Mercury wahrscheinlich der am ehesten Chancen im Gelände hat. Im Gegensatz zu einem NASCAR-Auto, einem DTM-Auto, einem Hot Rod und einem Jaguar E-Type. Du fährst doch jetzt bestimmt in den Tornado rein, oder? Danke. Oh, ich auch. Nee, ich nicht. Aber Otto ist in eine reingefahren, deswegen haben wir jetzt wieder ein bisschen Vorsprung. Und jetzt haben wir den Snotrod schon wieder hinten dran. Och, nee. Hau doch einfach ab. Aber gut, wir haben jetzt ein bisschen Vorsprung. Das sollte hoffentlich genug sein für das Event. Hoffe ich mal. Aber da kommt halt schon echt stark ran. Also die Champion-Schwierigkeit ist hier in dem Spiel definitiv nicht zu missachten. Definitiv nicht zu unterschätzen. Aber man merkt halt auf jeden Fall, dass das Spiel nur für Leute gedacht war, die halt auch den ersten Teil gespielt haben.
Also allein, dass die ganzen Mechaniken, die du hier halt wirklich brauchst, wie das Springen beispielsweise, dass die nicht erklärt werden, sagt halt schon recht viel aus. So. Ah, 3 Sekunden Vorsprung haben wir. Eigentlich müsste es reichen. Gerade für den Fall, dass er jetzt nochmal in den Tornado reinfährt oder so. Müssen wir theoretisch ganz gute Chancen haben eigentlich hier. Oh. Das war elegant und er ist tatsächlich noch mal in einen reingefahren. Oh ja, hey, ich habe einen Ruf zu verteidigen. Das haben wir alle, McQueen, ne? Ja, guck mal, Otto, schwach, will ein Rennen fahren, verliert gegen den 49er Mercury und einen Hot Rod und ein NASCAR-Auto. Das ist schon, das ist schwach. Suche Luigi in seinem Geschäft auf, er möchte, dass du ein paar Teile für ihn besorgst. Ja, das ist schön, Luigi. Das war ein gutes Rennen. Lass uns gleich noch eins starten. Wow, schon wieder? Klar, du liebst Rennen, aber mach doch mal Pause. Sieh dir die Stadt an. Keine Zeit für sowas. Ich bin zum Rennen hier. Ja, aber willst du dir nicht wenigstens ein Andenken kaufen? Hast du eine Freundin in Deutschland? Ja, ihr Name ist Jenny. Tja, siehst du? Du kannst nicht ohne Geschenk bei Jenny aufkreuzen. Nein, das würde ihr nicht gefallen. Na eben. Zum Glück ist Lizzys Souvenirshop in der Nähe. Da gibt es alle möglichen Souvenirs. Sag ihr, Lightning hätte dich geschickt. Dankeschön, Lightning. Gern geschehen. Und frag nach der ganzen Tour. Und nach Stanley. Und nach der guten alten Zeit. Und was früher alles besser war. Hast ihn zu Lizzy geschickt, hä? Ja. Da hat er was zu tun. Ja. Okay, den Humor haben sie beibehalten. Ich find's super, ehrlich. Ach Gott, schrei mir nicht ins Ohr, Musik. So, also. Auf jeden Fall, ich muss echt noch ein bisschen weiter wegfahren. Auf jeden Fall würde ich dann sagen, mit dem, was... Danke. Mit dem, was Luigi von uns möchte, geht es dann nächstes Mal weiter. Das war's für die erste Ausgabe von Hook International. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!